So, und es kann ja jetzt auch gar nicht anders sein. In dieser Minute hat der Wind etwas zugelegt, aber nichts. Destotrotz werde ich es auch mit ein bisschen mehr Wind jetzt versuchen. So, wir gehen jetzt hier auf unseren Ausgangspunkt, den Leuchtturm, den Faro de Maspalomas. Und jetzt in der höchst eingestellten Bildqualität schauen wir mal den Unterschied an, ob es sichtbar ist. Ja, und die Windgeräusche, die sind jetzt ganz einfach, weil das jetzt gerade eben angefangen hat. Ja, ich selber bin gespannt über den Unterschied der Videos an der gleichen Stelle, fast zur gleichen Uhrzeit. Einziger Unterschied, dass jetzt ein bisschen Wind dazu gekommen ist. Ich werde aber dieses Video nicht am Faro stoppen, sondern ich werde dann auch noch mal runter ans Wasser gehen. Und da noch ein paar Aufnahmen machen. So, wir sind wieder hier am Faro. Und das Zoomen geht doch. So, und jetzt wieder zurück. So, das war der erste Teil des Videos in der hohen Auflösung und gleich geht's weiter. Ja, ich kann sie ja eingeschaltet lassen, die Kamera, dass man auch sieht, wie das bei der Bewegung abläuft. Ich bin jetzt am Schnellgehen. Jetzt bin ich am Laufen. Ja, was sind das wieder für herrliche Farben? So, jetzt das Ganze noch mal in der Qualität mit Zoom und Laufen. Also wie gesagt, das ist jetzt ein zusätzliches Video, ein Testvideo, wie der Unterschied sichtbar wird. Auf den großen Geräten, glaube ich, wird man das erkennen, am kleinen Handy wohl eher kaum. In der hohen Qualität. Ja, was für ein schöner Tag. Mittendrin statt nur dabei. Ja, und hier hüpfen sogar die Fische
gerade gesehen. Da vorne sind sie. Das wäre jetzt Zufall, wenn man was sehen würde, vielleicht in der Welle. Ich bin gespannt auf dieses Video. Also nochmal, für die, die sich wundern, warum ich da zwei Videos habe, das ist jetzt das Testvideo in einer anderen Auflösung. Ja, und wenn ihr Harry sucht, ihr wisst ja, wo er ist. Entweder hier oder da. Gibt nur die zwei Möglichkeiten. So, und damit möchte ich dann auch dieses Video beenden und sage bis später, bis dann zur Realität oder zum nächsten Wettervideo.